Hi, Amazon hat mir ein kleines Dankeschön geschickt. Denn mein letztes Amazon Beauty Adventskalender Unboxing hatte einfach mal 400.000 Aufrufe und war den ganzen Tag auf Platz 1 in den Trends. Da kriegt doch das Marketing mal einen ganz fetten Applaus. Ja, und jetzt habe ich diesen Adventskalender nochmal zugeschickt bekommen und ich dachte mir, verschenke ich ihn an jemanden, den ich liebe, der mir am Herzen liegt und dem ich eine Freude machen möchte, oder drehe ich nochmal ein Unboxing und lande vielleicht nochmal auf Platz 1 in den Trends. Mit einem Amazon-Adventskalender-Video. Ich meine, man muss sagen, Hauptsache keine türkische Soap. Pressure, pushing down on me, pushing down on you. Also lehnt euch zurück und holt euch einen Tee und meldet mich bitte nicht bei irgendwelchen Behörden, denn das hier ist kein Werbevideo, ich bekomme kein Geld. Ich habe einfach nur diesen Kalender bekommen. Dankeschön, Amazon. Aber ihr findet natürlich den Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch den selber holen wollt. Dieses Jahr gibt es keine einzelnen Kästchen, dafür ein bisschen ASMR. An alle Leute, die ASMR mögen, habt ihr das Cardi B ASMR-Video gesehen? Oh mein Gott, diese Frau hat das schönste und beste ASMR-Video aller Zeiten kreiert. Das höre ich mir so oft zum Schlafen an, weil sie so gut ins Mikrofon spricht, dass ich immer schon nach einer Minute einschlafe. Oh, krrr. Die Vorderseite, Rückseite und die beiden Seiten haben Fächer und wir packen jetzt aus. Hier hinten ist die Nummer 1. Letztes Jahr hat mir der Inhalt richtig gut gefallen. Red Bull Winteredition. Zwetschge, Zimtnelke. Oh, meine kleine Zimtnelke. Hey, da ist ja voll viel drin. Skittles, Kinder Country und Hanuta. Für das erste Türchen kommt mir das jetzt sehr viel vor. Türchen Nummer 2. Okay, es ist praktisch. In der Weihnachtszeit brauche ich Vanillinzucker und Rumaroma. Supi. Türchen Nummer 3. Oh Mann, ist es jetzt immer auf der anderen Seite. Hi. Walnüsse. Braucht man. Ich sag mal so, für die jüngere Generation ist das, glaube ich, nicht. Oder kennt ihr ein Kind, das Walnüsse aus dem Adventskalender zieht und sagt, Mensch, Walnüsse. Türchen Nummer 4. Türchen Nummer 4 ist leer. Mensch, ich wollte schon immer Luft haben. Das ist jetzt das Diätfach, da ist nichts drin. Ich meine, vom Tag davor hat man noch so viel mit den Walnüssen zu tun. Die schafft man ja nicht an einem Tag, ne? 150 Gramm. Türchen 5. Mensch. Ein Corny. Mensch, so ein Corny, weißt du, den kannst, das kannst du immer, das ist gut zum Snacken. Okay, das ist jetzt wirklich okay. 6. Eine Serviette? Nee. Ich hab mir schon so lange eine Serviette ge... Da ist sogar ein kleiner Weihnachtsmann. Eine Serviette und ein Weihnachtsmann. Jetzt kann ich mir gleich die Tränen mit wegwischen. Hab ich irgendwas übersehen? Nein. Es ist die Serviette und der Weihnachtsmann. Ich meine, es ist Nikolaus. Amazon weiß, wie man sie verwöhnt. Das ist gelogen, was uns serviert wird. Ja. Wisst ihr, wenn ich jetzt Sarah Desidera wäre, die wird sich so richtig schön drüber aufregen. Ich muss auch jetzt böse Emojis in den Videotitel schreiben und so richtig Amazon. Ist das euer Ernst? Wie habe ich das nur verdient? Eine Serviette. Türchen Nummer 7. Oh, I'm so excited. Also Leute, was wird drin sein? Nichts oder Schrott? Ich könnte jetzt ein Trinkspiel machen. Nichts oder Schrott? Dann müsst ihr jetzt immer trinken, wenn es Schrott ist oder nichts. Let's go. Das ist irgendwie beides. Den finde ich gut. Da ist nämlich ein Alpaka. Ich mag Alpakas und ich will irgendwann eine Alpaka-Farm haben. Da dürfen aber auch ein paar Lamas, Schafe und Ziegen zukommen, weil ich grenze da niemanden aus. Ich finde auch bei Tieren ist Rassismus echt fehl am Platz, deswegen every pet is welcome. Ich darf mich ja gar nicht beschweren, ne? Ich habe den ja umsonst bekommen. Ich freue mich da Hammer drüber. Türchen 8. Mensch, ist das Affengeil, ein Pickup. Mensch, schon gut. 9, 9, 9. Das finde ich gut. Roter Rollfondant. Man kann daraus zum Beispiel kleine Weihnachtshüte machen. Mützen. Super. Nummer 10. Noch ein Müsli-Riegel. Ich bin so glücklich. Ich meine, Müsli-Riegel kann man nie genug haben. 11. Chips ist immer cool. Ich probiere mal jetzt den Red Bull. Ich packe die ganze Zeit aus und probiere gar nichts. Das geht raus an euch, meine kleinen Zwetschgen-Zimtnelken. Nee, schmeckt echt gut. Hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Gut. ASMR.
Die Eltern meiner Freundin hatten immer so einen Schrank, da waren unglaublich viele Tüten da von diesen ungarischen Chips drin. Das ist die Kindheit. Türchen Nummer 12. Also ernsthaft, letztes Jahr waren da viel coolere Sachen. Happy Belly Mixed Nuts. Ich muss sagen, ich mag gar keine Walnüsse, deswegen freue ich mich gerade über eine gemischte Tüte. Sind halt Nüsse. 13! Ach Mensch, eine Cola, das habe ich doch jetzt noch gebraucht. Letztes Jahr gab es auch voll viele so vegane Sachen und so, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Jahr jemand zu Rewe reingegangen ist und gesagt hat, Cola, Straps, wir nehmen ein paar Müsli-Riegel, und den Rest füllen wir mit Scheiße. Und in einfach machen wir gar nichts rein. Nummer 14. Vegane Schokolade. Das ist klasse. Och nö. Ich muss sagen, ich bin noch nicht in dem Alter, in dem ich so Zartbitterschokolade feier. Tür 15. Ihr seht es vor mir. Hello darkness, my old friend. Noch eine Serviette. Ey, Amazon, danke. Ach nee, sorry. Da war noch eine Schokolade bei. Aber ich interessiere mich nur für die Serviette. Du kannst die Servietten sammeln und dann gibst du ein Klebebuch, da kannst du alle deine Servietten reinkleben und dich umbringen. So viele Selbstmorde? Ich mein's ernst, Inga. Und falls ihr euch jetzt gefragt habt, wo ich so lange war die letzten Tage, ich habe ziemlich viel zu tun, was nicht mit YouTube zu tun hat. Und deswegen hatte ich einfach keine Zeit, Videos zu machen. Und das kommt mir gerade sehr gut, denn, ja, sind wir mal ehrlich, das ist kein Aufwand. Genauso wie dieser Adventskalender. Mandel-Nougat-Creme und Haselnuss-Creme. Danke! Sowas klaue ich immer auch in Hotels beim Frühstück. 17! Ihr dürft wieder zuerst schauen. Ah! Kein Müsli-Riegel, sondern ein Müsli. Veganes, zuckerfreies Müsli. An diesem Morgen kannst du natürlich das Müsli essen, an einem anderen Morgen bekommst du eine Cola zum Frühstück. Gar nichts! Oh mein Gott! So, woher wusstest du, dass ich mir das schon immer gewünscht habe? Das ganze Budget ging wahrscheinlich für die hier aus. Ja, da musste man sparen bei der Tür 18. Klasse. Ja, 19. Ha. Leibniz-Kekse. Obwohl, die mag ich gerne. 20. Kleines Marzipan. Also die Servietten, die werde ich bügeln und dann an Weihnachten benutzen. Ja, 21. Manuka Honig on the go. Honig. 22. Aha, was ist wohl in der 22 drin? Nee, noch mehr Nüsse? Ich habe Walnüsse, Mandeln und Walnüsse und Mandeln. Danke, Amazon. Wirklich danke. Oh, jetzt kommt noch die 23, Supi. Katjes. Oh, geil. Ja, Katjes. Ich sag mal, so geht immer, ne? Oh, die Matte. Das habe ich jetzt auch gerade echt gebraucht, nach diesem Streifen Honig. Lecker. Womit will uns Amazon an Weihnachten verwöhnen? Ihr schaut zuerst. Lindor. Ist jetzt nicht das, was ich an Weihnachten gerade haben möchte. Ach, sind wir doch mal ehrlich. Das ist ein absolut scheiß Adventskalender. Ist da noch irgendwas? Zwei Fächer werden leer. Das heißt, es muss doch jetzt hier irgendwas rumfliegen. Holt euch nicht den Amazon Surprise Adventskalender. So hat es sich preislich gelohnt. Ich denke nicht. Seid mal kreativ und bastelt euren Eltern, Geschwistern, euren Liebsten einen eigenen Adventskalender dieses Jahr. Wisst ihr was? Da habe ich auch einen guten Tipp. Ihr nehmt einfach eine Serviette, sagt, jo, meine Mama mag am liebsten die Leibniz-Kekse, dann packt ihr die Leibniz-Kekse ein, macht da ein schönes Band drum, hängt es an ein Seil und schon habt ihr einen Adventskalender. Oder ihr macht es wie Amazon und nehmt eine Serviette und packt da eine fette Portion Luft rein, macht es zu, ganz vorsichtig, wir wollen ja die Luft nicht entweichen lassen. Ja, macht den Seil drum und dann könnt ihr es auch ranhängen. Und dann öffnet eure Mama an Nikolaus so ein Türchen und sagt so, oh,
gar nichts. Letztes Jahr war ich definitiv ein größerer Fan von dem Adventskalender, weil da wirklich so viele Produkte drin waren, wo ich immer dachte, oh, what is that? This sounds exciting. Ist okay. Ist mein Geschenk ein Gaul? Schau mal nicht ins Maul, ne? Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann verlose ich diese Packung Rum. Ganz toll für Rumkuchen, Rumpralinen. Einfach auch so als Shot kann man es genießen. Ne, ist leider kein Alkohol drin. Noch kurz zu meiner Abwesenheit, die euch wahrscheinlich gar nicht so aufgefallen ist wie mir selbst. Ich habe gerade halt echt ultra viel zu tun neben YouTube. Und deswegen fällt mir das ultra schwer, ein Video oder regelmäßig Videos rauszuhauen. Ist aber nicht mehr für lang. Ich plane schon wieder für Dezember eigentlich jeden Tag ein Video rauszuhauen. Ich habe es bis jetzt keinmal geschafft durchzuziehen, aber ganz ehrlich, ich gebe nicht auf. Eure Maiwanne.